Und zwar geht es um Alpha-Männer, wenn Frauenfeindlichkeit zum Trend wird. Toxische, frauenfeindliche Überzeugungen. Digga, das geht schon gut los, Bro. Alter, das wird wild jetzt hier. Muss nicht so aussehen, wie diese ganzen Boss-Bitches das gerade propagieren, sondern es gibt auch dieses Muttersein. Und das fehlt mir so in dieser weiblichen Welt, weißt du? Das oberste Ziel dieser Alpha-Männer ist es natürlich, der Alpha zu sein. Und deswegen gucken wir uns mal an, was an der Alpha-Männchen-Theorie überhaupt dran ist. Oh shit, Alter. Wenn es keine Alpha-Männer mehr gibt, dann ist die Welt am Arsch. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ja, wir werden uns jetzt ein wildes Video reinziehen, was in unserer Community, glaube ich, sehr kontrovers wird, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und zwar geht es um Alpha-Männer, wenn Frauenfeindlichkeit zum Trend wird. Oh, Digga, das ist ein Thema so, da muss ich auch gucken, dass ich nicht übertreibe, Digga. Weißt du, wie ich meine? Weil ich bin schon sehr auf diesem Alpha-Film unterwegs. So. Bin aber auch auf harmonischen Vibes unterwegs. Also ich will auch, dass man mich versteht. Also vor allem, wenn ich dann mit Frauen rede und so, dann gucke ich halt, dass ich so kommuniziere, dass Frauen mich auch verstehen. Weil ich bin zum Beispiel emotional sehr intelligent und kann fühlen und so, wo es dann einen zu weit geht und so. Aber ja, Alter, ey, wir bleiben mal gespannt. Also die hat hier auf jeden Fall einige Kandidaten auch im Video, die ich mir ab und zu mal reinziehe. Ich bin gespannt, was erzählt wird. Ich versuche harmonisch zu bleiben, aber trotzdem meine Meinung zu vertreten. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Wir gehen rein ins Video. Daumen nach oben da, lasst ein Kommentärchen schreiben und den Kanal natürlich abonnieren. Ab geht der Peter, let's go. Toxische, frauenfeindliche Überzeugungen. Ein Trend. Hör auf, Digga. Das geht schon gut los, Bro. Alter, das wird wild jetzt hier. Aus allen Ecken tauchen immer mehr Männer-Selbsthilfe-Podcasts auf. Podcasts, die für und von sogenannten Alpha-Männern sind und vor allem eins machen. Sie verbreiten toxische, frauenfeindliche Überzeugungen. Das ist, finde ich, halt auch schon wieder so sehr negativ konnotiert, sage ich mal. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich mir die Gesellschaft so anschaue und die Beziehung zwischen Frau und Mann, dann bin ich überzeugt davon, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo die Beziehung zwischen Frau und Mann am wenigsten funktioniert, wenn du das historisch betrachten würdest, so. Weißt du? Wir kämpfen mittlerweile gegeneinander. Und die Chemie zwischen Mann und Frau ist nicht mehr richtig da. Die Harmonie zwischen Mann und Frau ist nicht mehr richtig da. Und es liegt, glaube ich, vor allen Dingen auch daran, dass Frauen immer mehr dazu tendieren, maskulin zu sein und Männer immer mehr dazu tendieren, weibliche, also feminin zu sein. Und das ist deswegen nicht mehr richtig krass und nicht mehr richtig gut miteinander harmoniert und funktioniert so, weißt du? Und deswegen finde ich, das so negativ hinzustellen, dass es irgendwelche toxischen Männer sind, die Selbsthilfegruppen für Männer und so. Ich habe das Gefühl, das brauchen Männer gerade aktuell. Deswegen ist so ein Andrew Tate auch durch die Decke gegangen, meiner Meinung nach, weil da war was, was in uns allen geschlummert hat, so, und er hat das mal ausgesprochen, so. Männer brauchen gerade wieder diese maskuline Energy, dass sie wieder männlicher werden und dass sie wieder ihre eigenen Werte haben und zu sich stehen und diese ganzen Sachen so. Da war ein Verlangen in der Gesellschaft da so. Weißt du, deswegen, sonst wäre der nie durch die Decke gegangen, wenn es nicht so wäre. Weißt du? Und ja, deswegen finde ich, diese Leute haben auch eine Berechtigung. Sonst hätten die auch nicht so viele Zuschauer, weißt du? Und ich finde das schade, dass es dann so direkt als so negativ hingestellt wird, schon in den ersten 13 Sekunden. Und so. Ja, Digga, aber wir gucken es uns an, Digga. Wir gehen da jetzt rein. Und ich glaube, es wäre auch noch eine andere Sache zu der femininen Seite so. Ich glaube, es wäre auch richtig an der Zeit, dass mal eine Person, eine weibliche Person um die Ecke kommt, die mal wieder feminine Attribute vertritt und die Mädels nicht zu Bitches erzieht so, sondern vernünftige Werte mitgibt so und sagt, ey, Frau sein, weißt du, wie ich meine, muss nicht so aussehen, wie diese ganzen Boss-Bitches das gerade propagieren, sondern es gibt auch dieses Muttersein und das fehlt mir so in dieser weiblichen Welt, weißt du? Dass Frauen gar nicht mehr so Vorbilder haben, die so für mich persönlich so richtige Frauen sind, feminine Frauen sind, Mütter sind. Ja, Digga, dass das bisschen wieder mehr nach vorne getragen wird, so, weißt du, wie ich meine? Das würde ich mir wünschen, so. Aber ich sehe nur Frauen, die halt sich ausziehen, mit ihrem Körper Geld machen und sagen, wir müssen alle Boss-Bitches sein, wir brauchen keine Männer und das sind die größten Vorbilder, die weibliche Welt gerade hat und das ist auch nicht gut. Trend, der bei der jungen Generation von Jungs vor allem eins hinterlässt. Ein sehr schlechtes Bild über Frauen. Oh. Yo, shut up. And accept you. Fuck out of here. Myron, Digga, der geht doch voll ab, Digga, ich schwör's dir. Wichtige Fragen werden geklärt, wie ob Frauen männliche Freundschaften haben sollen. Girl has a bunch of male friends and she's not willing to give that up to be with you for the streets. Und es wird Frauen erklärt,
warum man Facts. Frauen anlügen muss. Guys lie to women because they can't handle the truth. Und viele Videotitel, die immer zeigen, dass Facts. Männer hier in ihrem eigenen Podcast die Überhand haben. Podcasts, die wie ein verlängerter Arm von Andrew Tate wirken. Und das ist auch kein Geht los, Digga, ehrlich, scheiße, ich bin ein bisschen nervös sogar. Weil denn Andrew Tate hat auch einfach erkannt, was alle Männer wollen. There's a reason why Andrew Tate blew up. He exemplified what men want. Fast cars, lot of money, beautiful girls, bunch of girls. Schnelle Karren und Bräute. Frauen können einfach nicht die Wahrheit handeln. Ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist, warum Andrew Tate durch die Decke gegangen ist. So, weißt du, der hat es jetzt darauf reduziert. Das hat auf jeden Fall einen Effekt, weil junge Männer auf solche Männer immer hinaufschauen, weil viele junge Männer halt was aus ihrem Leben machen wollen, erfolgreich sein wollen, so und Zugang halt haben wollen zu Geld, zu materialistischen Gegenständen, zu Frauen und zu diesen ganzen Sachen so. Aber ich glaube, es geht auch viel um diese Disziplin und diese Motivation. So, Andrew Tate redet zwar auch über solche Sachen früher mehr als heute, aber ich glaube, der Hauptgrund, warum Männer den so gefeiert haben, ist, weil er sie motiviert hat. Wenn du dir den reinziehst, der sagt halt, dass wir keine Loser sein sollen, dass wir jeden Tag daran arbeiten sollen, dass wir ein besserer Mann werden, dass wir ins Gym gehen, dass wir Kampfsport machen, dass wir maskuline Männer sind, die andere Menschen beschützen können, die für Familie sorgen, die für diese ganzen Sachen so, weißt du, wie ich meine? Die werden immer oft übersehen, wenn man über denen redet, so, aber bei mir hat der einen Effekt gehabt von Motivation, dass ich noch disziplinierter, ich war eh schon von Haus aus diszipliniert, aber dass ich noch disziplinierter an Dingen arbeite und nach vorne gehe, Digga, weißt du, was ich meine? So, und dieses Loser-Mindset ablege, so. Und das ist das, was ich bei Andrew am meisten gefeiert habe. Wenn er diese Podcasts gemacht hat, auch mit Aiden Ross zum Beispiel, wo die dann diskutieren und er ihn dann motiviert, endlich was aus seinem Leben zu machen und sich einen vernünftigen Körper aufzubauen, aufhören, Drogen zu nehmen und so. Diese ganzen Messages, die werden halt immer weggelassen. Das heißt immer, ja, frauenfeindlich und der ist nur materialistisch unterwegs. Aber der hat auch noch eine andere Message hinten dran, die viele Leute einfach nicht sehen wollen irgendwie. Weißt du? Kommen sie auch nicht mit Andrew Tate klar. But what happens? The men love it, the girls, misogyny! Nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute. Schwach. Aber was erwartet man auch vom schwächeren Geschlecht? Und die Podcasts sind alles andere als kleine Hobbyprojekte oder so. Denn hinter so einem Podcast steckt ein ganzes Produktionsstudio mit mehreren Mitarbeitern und mit diesen Podcasts erreichen sie auch ein riesiges Publikum. Allein die zwei bekanntesten Vertreter des Genres, von denen ihr auch die meisten Clips hier sehen werdet, haben mehrere Millionen Abonnenten auf ihren Social-Media-Plattformen. Ein Konzept, was funktioniert, wo erwachsene Männer Wutanfälle bekommen und darüber geredet wird, wie Digga, kein Wunder, Alter. Wenn du dir die Mädels reinziehst, ey, die haben ja jeden Abend irgendwie 12 Mädels da und was die teilweise erzählen, so dass du da ruhig bleibst und nicht irgendwann mal durchdrehst, so, das muss man auch erstmal machen, ne? Die haben über ich glaube, der hat mal gesagt, die haben mit über 2000 Mädels geredet und die Mädels in Amerika sind auch nochmal ganz anderes Level wie bei uns, so. Dass du da mal durchdrehst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die einzige Kritik, die ich habe, ist, dass die manchmal halt schon so rüberkommen, als ob sie extra diese Mädels ein bisschen fertig machen und dumm dastehen lassen und das manchmal fehlt mir ein bisschen diese Menschlichkeit. Also ich würde anders an die Sache herangehen, aber das ist meine persönliche Art und Weise. Ich bin sowieso ein bisschen mehr auf diesen harmonischen Vibes unterwegs, weißt du, wie ich meine? So, ich versuche, wenn ich jetzt mit einem Mädel, mit einer Feministin hier sitzen würde und diskutieren würde, dann würde ich die nicht anschreien, egal ob die kann so viel Bullshit erzählen, wie die will, ich würde die jetzt nicht anschreien oder durchdrehen oder so. Ich würde immer versuchen, das irgendwie so rüberzubringen, dass ich auch die vielleicht mit ein paar Argumenten abholen kann. Und das fehlt mir manchmal bei den Jungs, aber ey, das ist halt deren Art und Weise, das ist auch ein bisschen, glaube ich, deren Konzept so. Aber viele Sachen, die halt sagen, die stimmen halt. Bottom line, so, weißt du, wie ich meine? Stimmen die halt, Bro. Ich bin gespannt, was die jetzt für Szenen raussuchen. Und auf der Welt gleich sind. Das oberste Ziel dieser Alpha-Männer ist es natürlich, der Alpha zu sein. Und deswegen gucken wir uns mal an, was an der Alpha-Männchen-Theorie überhaupt dran ist. Oh shit, Alter. Leute, ich habe am Ende dieses Videos noch eine Special Announcement für euch. Ja, der Begriff Alpha wurde aus dem Tierreich übernommen und kommt von der Struktur, wie ein Wolfsrudel aufgebaut ist. Weil die sehen sich alle als Wölfe, I guess. Und dann kann es eben mehrere Rangstufen darunter geben, also Beta, Gamma macht sich so und lustig, so weiter. Und deswegen ist so das krass, oberste Ziel. Die macht sich, die ist eine Frau, Digga, und macht sich lustig über Männer, die versuchen, was aus ihrem Leben zu machen und stark zu sein, Alphas zu sein, Leader zu sein, Führer zu sein, Digga. Das sind die Männer, die dich beschützen, wenn Krieg ausbricht, Bro. Das sind die Männer, die sterben gehen, wenn du zu Hause sitzt.
Aber das macht, da bin ich schon so ein bisschen Ding, Alter. Was, so von oben herab über Männer zu reden, die was aus ihrem Leben machen und versuchen stark und strong zu sein, damit sie dann am Ende des Tages andere Menschen und Familie und Frauen und Kinder beschützen können, Digga. Weißt du? Warum wollen Männer Alpha sein? Damit sie eine Frau auch beschützen können, damit sie auch für das Zuhause sorgen können, damit sie, wenn es drauf ankommt, einfach als beschützende Kraft vorne dran stehen können, so. Weißt du? Diese Alpha-Männer im Podcast und auch ihren Zuhörern natürlich kein Beta zu sein. Das ist das Schlimmste, was denen passieren kann. If you're a man and you go watch the movie Barbie, you're 100% a beta. How about you force her to watch Oppenheimer? Because that's what real alphas would do. Und viele der selbsternannten Alpha-Males bezeichnen Frauen dann natürlich als Weibchen. Es gibt wahrscheinlich nichts Attraktiveres als Männer, die sich mit Wölfen identifizieren. I'm Alpha Wolf. Okay. My role is to be Alpha Wolf. Okay, fair enough. Leute, ich weiß es. Ja, die blendet halt auch jetzt diese Sachen ein, Digga, die halt so ein bisschen Dings sind, weißt du, wie ich meine? Natürlich gibt es auch Leute, die ihren Film ein bisschen übertreiben, so, weißt du, aber generell so das abzutun und schlecht zu reden, finde ich gefährlich. Finde ich gefährlich. Wenn es keine Alpha-Männer mehr gibt, dann ist die Welt am Arsch. Fast drüber wie so ein Comedy-Skit, aber ich sag's euch, das ist eine echte BBC-Doku. Das meinen die ernst. Aber Fun Fact, meine lieben Alpha-Männchen-Wölfe. Jetzt kommt's, Leute. Die Theorie des Alpha-Männchens im Wolfsrudel gilt als widerlegt. Naja, vielleicht sollten die Alpha-Males ihre Fakten mal straight kriegen, wirklich. Die macht mich aggro bisschen. Und Leute, wenn ihr nach diesem Video, weil es wird noch sehr, heftig, eine Pause von der Welt der testosterongeladenen Mikrofone braucht, dann habe ich... Mich würde mal interessieren, auf was für eine Art Mann sie steht. Zu welcher Art Mann sie sich hingezogen fühlt. Die Männer in diesem Podcast fühlen sich den Frauen natürlich ganz klar überlegen. Und das wird sogar bildlich gezeigt, denn hier werden immer ein Haufen Girls eingeladen und demgegenüber werden so 2-3 Männer gesetzt. Die wenigen Stimmen der Männer soll hier meiner Meinung nach die vielen unwichtigen Stimmen der Frauen übertrümpfen. Plus dann das Bild verstärken, dass wir eigentlich nur unwichtige Ware sind. Und durch fehlendem Respekt gegenüber Frauen plus diesem Überlegenheitsgefühl wird der Hass einfach immer mehr verstärkt. Denn diese Männer bestätigen sich selbst den ganzen Tag gegenseitig. Zum Alpha-Mann gehört es auch, dass die von seiner Seite natürlich nicht erfolgreich sein sollte, weil erfolgreiche Frauen nervig sind. Das hat nichts damit zu tun, guck mal, das muss man jetzt auch ganz klar runterbrechen, weißt du, die packt das in so einen Satz rein und sagt dann, das ist so und bla bla bla. Erfolgreiche Frauen, alleine, das kann dir jede Frau bestätigen, die selbst erfolgreich ist und finanziell erfolgreich ist und im Business ihr Ding gemacht hat, so. Für diese Frauen ist es viel schwieriger, noch einen Mann zu finden, weil Frauen normalerweise immer einen Mann haben wollen, der erfolgreicher ist als sie selber. Und umso erfolgreicher du bist als Frau, umso schwieriger wird es für dich, noch einen Partner zu finden. So, Punkt 1. Punkt 2 ist, dass erfolgreiche Frauen, die erfolgreich im Business sind und ihr Ding gemacht haben und viel Geld geschöffelt haben, oft maskuline Attribute mit sich bringen. So, die haben maskuline Attribute an sich, weil Business, sich durchsetzen, Ellenbogen, Geld machen, das geht automatisch damit einher, dass du maskulin sein. Das sind maskuline Eigenschaften so. Und diese Frauen, und maskuline Männer wollen keine maskuline Frauen haben. Die wollen Frauen haben, die eher feminin sind so. Und wenn du als Frau halt diese maskulinen Attribute aufgebaut hast, dann willst du einen Mann haben, der noch maskuliner ist. Und von denen gibt's halt nicht viele. Und deswegen sind so gerade diese erfolgreichen Business-Boss-Bitches leider oft Single und oft alleine und finden keinen Mann mehr, den sie ernst nehmen können und respektieren können, weil sie selber schon diese männlichen Attribute in sich tragen. Und alle Boss-Bitches, die ich kenne, und ich kenne einige und ich rede mit denen normal so. Ne, ich habe jetzt nichts gegen die oder so und ich bin nicht dagegen. So, Bro, wir können Freunde sein so. Ich möchte dich nicht in einer Beziehung, aber wir können Freunde sein. Und diese Mädels bestätigen mir das, dass es für die extrem schwer ist, noch einen Mann zu finden, der noch maskuliner ist als sie. Und ich kenne Frauen, die machen Millionen, Bro. Ich kenne Frauen, die machen Millionen, so. Und die finden keinen Mann mehr, den sie respektieren, weil sie selber diese Attribute aufgebaut haben. So, weißt du, wie ich meine? Und trotzdem noch geführt werden wollen. Wie viele Männer gibt's denn, die noch mehr Geld verdienen und noch krasser sind als du, wenn du schon so krass geworden bist? Das ist einfach Facts, bro. Are intimidated by successful women. Women that make money and are successful are annoying most of the time. That's what they don't want to tell you. Very combative. Der sagt's halt anders, Digga, weißt du, wie ich meine? Er sagt halt, die Nerven, die sind nervig so. Und das damit meint er eigentlich, und ich würde es anders ausdrücken, und da gebe ich ihr recht, die Ausdrucksart und Weise ist halt ein bisschen manchmal
Aber wenn du mit 2000 Mädels geredet hast, die immer die gleiche Sachen erzählen, so, dann kann ich das auch irgendwo verstehen, aber ich würde es halt anders machen. Ich würde halt sagen, dass die dazu tendieren, halt maskulin zu sein. Und dann hast du viele Diskussionen mit diesen Frauen und die gehen dir halt vielleicht mehr oder weniger mal auf die Nerven so hier und da. Und das, ein Mann möchte eigentlich in der Frau Frieden haben, Liebe haben, Harmonie haben, sich wohlfühlen. Weißt du, wie ich meine? Spirituell diese ganzen Sachen so. Und möchte jetzt nicht mit jemandem noch so hart diskutieren wie mit irgendwelchen Männern auf der Arbeit oder so, weißt du? Because women that are successful act like men. And men don't want to Facts. Date themselves. Ja klar, erfolgreiche Frauen sind basically Männer. Wie kann man sowas daten wollen? Und sowieso, vergiss nicht, dass Frauen... Die verhalten sich wie Männer, hat er gesagt. Geld verdienen... They act like men. Und Karriere machen, es sowieso schwerer haben werden, Männer zu finden. But just understand that, I mean, there's nothing wrong with acquiring status and resources and wealth, but yeah. It's gonna hurt your chances of finding a job. Das, und das ist so wichtig, Digga, das ist jede Frau ihre eigene Wahl, für was sie sich entscheidet, so. Aber du musst dir als Frau halt bewusst sein, wenn du dich nur auf Status, Geld und diese ganzen Sachen konzentrierst und eine Boss-Bitch sein möchtest, so, was heute extrem propagiert wird, ne, dann musst du dir bewusst darüber sein, dass es schwieriger für dich sein wird, einen Mann zu finden. Es ist einfach so. Und das ist einfach nur das Bewusstsein dafür muss da sein. Weil ich glaube, viele Frauen ist es gar nicht bewusst. Die hören das, weil Shireen David oder weil Cardi B oder die das sagt so, machen das und merken dann, scheiße, es ist für mich voll schwer, einen Mann zu finden. So. Stimmt, ich glaube auch, es ist schwer für Leute wie Julia Beautics, Männer zu finden. Wer will denn auch schon mit einer Frau zusammen sein, die nicht nur wegen dem Geld mit dir zusammen ist? Denn schon mal drüber nachgedacht, dass Frauen, die selbst Geld verdienen, literally unabhängiger sind und nicht darauf angewiesen sind, einen Mann zu finden, um ihre Träume zu ermöglichen. Aber Frauen wollen... ihrer Aussage hauptsächlich große, reiche Männer und kein Wunder, dass sie dieses Bild von Frauen haben, denn tatsächlich nutzt dieser Alpha-Mail von einer der erfolgreichsten Podcasts eine Sugar-Daddy-Seite als Dating-Plattform. You approach me on a Sugar-Daddy website and ask me to be your Sugar-Baby. I don't pay girls off Sugar-Sites. Facts. Thank you. Then why are you and on then there? Also, because I use it as a dating sign. I've said it many times. Also er hat da wirklich ein Profil auf dieser Seite, wo Frauen explizit nach Sugar-Daddys suchen, wo man als Mann sogar sein Einkommen eintragen soll. Hey. Der sucht die zum Smashen. Byron, maybe this is why you think all women only want you for your money. Denn am Ende wollen Frauen auch eigentlich nur eins, nämlich die Ressourcen von Männern nehmen. Das ist in der Biologie der Frau verankert, dass sie nach Sicherheit sucht. Nach einem Beschützer, nach jemandem, der sich um sie kümmert. So. Dass wenn es darauf ankommt, dass jemand da ist, der sie beschützt. Das ist in ihrer Biologie verankert, weil es schon immer, seitdem es Menschen gibt, so war. Dass der Mann die Familie beschützt hat, so. Und wenn du jetzt erfolgreich bist und den gewissen Status erarbeitet hast, dann ist es logisch, dass Frauen sich zu dir hingezogen fühlen, weil Frauen suchen Sicherheit in Männern. Das heißt noch lange nicht, dass Frauen nur Geld wollen oder so, weißt du? Ich finde, das kann man gar nicht so sagen. Aber es ist doch logisch, dass eine Frau sich zu einem Mann hingezogen fühlt, der sein Leben unter Kontrolle hat, der sein Shit together hat, der ein gewisses Geld verdient, der einfach einen gewissen Status hat, weil das Safety ist, Bro. Also als Frau würde ich mich doch auch so entscheiden, oder nicht? So klar, Digga. Wenn du jemanden suchst, der dich beschützt, der für dich provided, der eine Familie mit dir gründet, dann suchst du dir doch jemanden aus, der mit beiden Beinen im Leben drin steht, oder? Würde ich sagen. Macht doch Sinn. Das hat jetzt nichts damit zu tun, meiner Meinung nach, dass Frauen so nur auf Geld stehen oder so, weißt du? Aber das hat natürlich einen Effekt darauf, wie attraktiv du auf dem Markt bist, wenn du halt ein Business am Laufen hast, was auch eventuell Geld abwirft. Das ist ein Byproduct so. I mean, this is biology. Women are hardwired to extract resources from men. It's been that way since the beginning of time. So ist das biologisch eben. Ach so, und by the way, wenn eine Frau in einer Beziehung Instagram hat, dann ist das Betrügen. I think if you're in a serious relationship with a girl, she should not have an Instagram. That's cheating. In my opinion, I think a woman having an Instagram is 100% cheating. Die Frauen, die im Podcast eingeladen werden, werden oft von den Zuschauern dann als 304 betitelt. Und das ist ungefähr so kindisch wie das ganze Tiergehabe, denn passt auf, Leute. Ich habe keinen Taschenrechner für euch da, aber wenn man 304 in einen Taschenrechner gibt und es dann umdreht, dann steht da halt also so. Hast du schon mal mitbekommen, Desi, dass Frauen sich selbst Bitches nennen?
Boss-Bitches und ey ho, die bezeichnen sich selber so, deswegen ist gar keine Beleidigung mehr. Auf Englisch. Das ist wirklich der Humor eines Sechsklässlers, was sehr für den Intellekt dieser Männer spricht. Aber welche Frau geht freiwillig in so einen Podcast, um sich dann als 304 betiteln zu lassen? Meistens sind es Frauen, die nicht unbedingt in diese Show gehen, um die Interessen der Frauen zu verteidigen, sondern primär scheint es so, als würden sie es machen, um ihr Instagram oder OnlyFans zu promoten. I also do spicy content. Okay. Die soll mal ein paar Clips einblenden, wie die Jungs mal mit argumentativ einfach auch mal so eine OnlyFans-Olle, die denkt, dass es Empowerment ist und dass es ihre in Zukunft nicht schaden wird und so auseinandernimmt argumentativ, weißt du? Das macht die natürlich nicht. OF. I do OF. Star. Star. OnlyFans. Full-time. Viele Frauen. Und leider ist die Tendenz steigend, dass Mädels das machen, so, ne? Dieses ihren Körper verkaufen für Geld, was ja auch eine Art Online-Prostitution ist, würde ich sagen, so. Die Frauen gehen immer mehr in die Richtung und das ist doch nicht gut, Bro. Ist doch nicht gut. Ist doch nicht gut. Ist doch kein Vorbild für junge Frauen. Ist doch gut, dass da ein paar Männer sich hinsetzen und dann die argumentativ auseinandernehmen und sagen, dass es für ihr Zukunftsleben nicht gut sein wird, so. Podcasts wissen aber oft auch nicht, worauf sie sich da einlassen. I found this expired casting call for the podcast, where they really just say it's a podcast about modern dating and relationships, so. Listen, we didn't even want to come on the f***ing show, so the fact that you're over here calling us boring and we didn't even want to do this. Oder sie laden Frauen ein, die einfach komplett in ihr Mindset passen. I wake my husband up with a massage and coffee every single morning and every single night. I'm scratching his scalp and like giving him a back massage until... Geil. He falls asleep. It's important that he falls asleep first. Und wenn man etwas Unerwünschtes... Krass, Digga. ...sagt... Gibt's noch. Die ein oder andere Diamanten gibt's noch. ...wird man auch dementsprechend behandelt. They're like some disgusting, like it's like no. Wrong. Yo, shut it's up. Like, I've redirected the conversation. Answer the question. Why can't I sit here and talk about it? You can either accept that or you can leave. Your choice. This, get up. I'm literally get up. Better get out. Yeah, I'm out. Get out. I'm out. Peace out. Zeig doch mal den Zusammenhang, das würde mich jetzt gerne interessieren. Nicht nur, dass sie rausgeschmissen wird, bro. Und ich muss hier ganz klar sagen, ne, ich verteidige die hier teilweise, aber ich würde teilweise trotzdem Dinge anders machen wie die, so, ne? Aber ich finde, die haben es nicht verdient, nur so dargestellt zu werden, weil die gerade bei den beiden Shows auch sehr viele gute Sachen erzählen und sehr viele gute Argumente auch haben, so. See ya. Da sitzt er einfach mit seinem Stapel voller Weltkriegsbücher und spielt danach This is Sparta ab. Ich weiß, der denkt, das ist der in dem Moment, ne? Wenn er da mit seinem Obstsalat die Frauen rauskickt. Leave. This is Sparta! Okay, das mit dem Obstsalat war schon lustig gerade. Also da gebe ich ihr den Punkt. So ist das ein Boss-Move, die 304s, die sie da eingeladen haben, wer weiß, sogar vielleicht Geld bezahlt haben, über eine Komparsenseite rauszukicken. Am Ende ist es ihre Show und sie suchen sich die Frauen dafür aus. Also sollte man bloß nicht denken, dass das ein echtes Frauenbild abgibt. Auch wenn ich die Sorge habe, dass genau das die meisten ihrer Follower glauben. Und dadurch werden immer mehr vor... Bro, ich habe sehr viele Frauen in Real Life getroffen und leider spiegeln diese Frauen, die da sitzen, sehr oft die Diskussion wieder, die ich im Privaten mit Frauen habe. So, es ist einfach so. Wir bewegen uns gerade in keine gute Richtung, was dieses ganze Frau- und Mann-Thema angeht. So. Und ich will nicht nur Frauen blamen, weil ich glaube, Männer machen auch einiges falsch aktuell. Weißt du? Und ja, Digga, das geht in diese Richtung. Das ist real. Das ist nicht nur in diesen Shows so. Eine bestärkt, was sie noch tiefer in dieses Rabbit Hole zieht. Und um dieses schlechte Frauenbild zu stärken, stützen sie das Ganze mit ziemlich dummen Theorien und fragwürdigen Fakten. So nutzen sie oft gerne Zahlen, die vielleicht an sich richtig sind, aber legen die dann falsch aus, um ihr Argument zu bestärken. Also in der folgenden Diskussion geht es zum Beispiel darum, warum ein hoher Bodycount bei Männern in Ordnung ist und bei Frauen nicht. Das ist Facts. Wieso voll oft das Thema? Also, das ist what's your body count? Body count. Body count. What's your body count? Body count. Body count. Das ist echt einer der Main Topics dort. But what if he's a... Bruder, ich habe so viele Dates gehabt mit Frauen, so, ne? Und ich wurde noch nie von einer Frau, auch nicht, die mich ernst nehmen wollte, gefragt, was für ein Bodycount ich habe oder wie viel Sex ich mit Frauen hatte. Das interessiert Frauen in der Regel eigentlich 0%. So, und jede Frau kann mir bestätigen, dass wenn sie mit einem Mann war, der eine Beziehung mit ihr eingehen wollte, der hat gefragt, ey, mit wie vielen Männern hattest du schon was vor mir? Das interessiert Männer einfach.
Es ist einfach so. Ja. Denn bei Männern ist es okay, bei Frauen ist es nicht okay. Denn bei Frauen ist es laut ihrer Aussage einfacher zu bekommen als bei Männern. Es ist doch klar, das ist nicht nur laut ihrer Aussage, das ist einfach Facts, dass eine Frau einfacher Sex haben kann und viel einfacher Zugang zu Männern haben kann als ein Mann. Für jede Frau findet sich ein Mann, der kurz mal mit ihr Sex haben würde. Aber nicht für jeden Mann findet sich sofort eine Frau, die kurz mal mit ihm Sex haben würde. Weißt du, wie viele Männer es gibt, die 30 sind und Jungfrau sind, Bro? Die gibt's. Okay, über die redet keiner, aber es werden immer mehr. Weil immer mehr Frauen, auch normale Frauen, nach diesen Top-Tier-Mails Ausschau halten, so. Ein Mann kann nicht einfach rausgehen und sagen, ich will jetzt Sex haben. Eine Frau kann das. Und es wird sich definitiv einer finden. Du kannst sogar hässlich sein und keinen guten Körper haben. Bro, ich bin ein Mann, ich weiß, wie Männer funktionieren. Es gibt safe, ich kenne selber Männer, die würden den überall mal kurz reinhalten. Das ist einfach so, hört sich krass an, ist aber so. Easier for a woman to get laid or a man to get laid? I think it's both. No, incorrect. Und das ganze Argument stützen... Alleine mit dieser Tinder-Statistik siehst du das. Als Mann ist es viel schwerer auf dem Datingmarkt als für eine Frau. Einer Statistik, dass 1 von 3 Männern zwischen 18 und 30 noch Jungfrau ist. I just said earlier, 1 in 3 men is a virgin or has had... From 18 to 30. Soweit das Argument. Die Zahlen, die er sagt, stimmen, denn die beziehen sich auf eine Studie aus den USA. Die Experten nennen für diesen Die redet so, als ob die selber irgendwie. Die redet so, als ob die selber irgendwie Erfahrung hat als Mann. Weißt du, wie ich meine? Du, guck mal, wie du aussiehst. Du bist hübsch so. Du bist, seitdem du 18 bist, kriegst du sexuelle Angebote von Männern. Seitdem du 18 bist. Wahrscheinlich sogar schon davor. Du müsstest nur in deine DMs gehen und könntest dir sofort jemanden aussuchen. So. Es ist so, dass die hat nicht mal versucht, sich in einen Mann reinzuversetzen, der zum Beispiel nicht so geil aussieht, weißt du? Selbst ein Typ, der richtig krass aussieht, der irgendwie eine Art Model ist oder irgendwie so, selbst der hat extrem viel weniger Optionen als eine Frau, die normal aussieht, Bro. Ey, das ist so, die versuchen sich gar nicht mehr ins andere Geschlecht reinzuversetzen, weißt du, was ich meine? So, das ist... Das ist crazy, Digga. Sagen jedoch nicht die böse, picky Frauen, so wie es im Podcast immer gern dargestellt wird. Das hat vielmehr damit was zu tun, dass Männer in diesem... Finde, die sieht eher nervig aus als hübsch. Ich finde die schon hübsch, die ist süß. Ich mag so süße Mädels. Alter, noch viel eher bei ihren Eltern leben. Und zum anderen aber auch das steigende Interesse an Erwachseneninhalte online, sowie Streaming und Videospielen. Also liegt es nicht an den bösen Frauen, dass viele heutzutage noch Jungfrau sind, sondern an Männern, die sich eine Umgebung schaffen, wo es einfach schwieriger wird. Aber... Bro, weil du diese Männer nicht mal mit dem Arsch anguckst, fliehen die sich in diese Welt rein und spielen Videospiele und ziehen sich den ganzen Tag Pornos rein. Hör doch auf! Als ob die Männer sich das ausgesucht haben, so zu leben. Bei diesem Thema, da bin ich da. Weißt du, was ich meine? So. Die macht quasi ein Video gegen mich. So. Bro, Alpha-Männer. Es ist natürlich immer einfacher, den Fehler bei den anderen zu suchen, oder? Ich würde mit ihr gerne eine Konversation jetzt gerade machen, haben. Und es ist eigentlich auch komplett egal, was Frauen sagen und wie sie über gewisse Dinge denken, denn die Aussage der Frau scheint per se immer als falsch abgestempelt zu werden. Being vulnerable with a woman is some of the worst advice that modern-day women give to men, because if I sit there and I cry to you, oh my God, my life is hard, blah, 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 you might sit there and console me for a bit, but deep down you're like, you fuck. Und als die Frau sagen, nein, das stimmt nicht, im Gegenteil, seine Verletzbarkeit zeigen ist so mächtig. Oh, that is so not true. I know. Huh, so you're saying that what he's saying is incorrect? No, that vulnerability Vulnerability is so powerful. Dicker, wenn du einen Mann hast, der den ganzen Tag zu Hause rumsitzt und rumheult und immer complaint und immer, oh nee, und das ist so böse und das ist so scheiße und das ist so dies und das ist so das, dann wird es einen negativen Effekt auf dein Bild von ihm haben, ist einfach so. Versus ein Mann, der Leader ist, der sich hinstellt und sagt, wir können alle Probleme lösen. So, ich nehme das Zepter in die Hand und es wird schon alles irgendwie wieder. So, weißt du? Ich sag nicht, dass du gar keine Gefühle zeigen solltest. Natürlich kann man mal überreden, so ein bisschen über Feelings, Vibes, ey, heute war so und dies, das, bla bla bla. Aber du solltest nicht übertreiben, finde ich. So, man sollte sich als Mann sowieso nicht von seinen Gefühlen und Emotionen zu krass leiten lassen. I couldn't agree more. Männer, die den Mut haben, ihre Verletzlichkeit zu zeigen. Leon, du solltest bei deinen Eltern ausziehen, dann klappt's auch mit den Girls, sagst du, wa? Das ist für mich... Mama, ich zieh aus.
Morgen. Direkt Husband-Potenzial, wirklich. Aber er will's ja besser wissen. Er sagt einfach, nein, das stimmt nicht. Again, this is a common example of women saying one thing, but doing another. They're saying this right now because it's politically correct. Sie sagen das nur, weil es politisch korrekt ist. But deep, so wie du, Dizzy. If your man came to you and was crying on your shoulder saying, I don't know what's going on. Sobald ein Mann fängt zu weinen, wird sie ihn nicht mehr anziehend finden und sie sucht sich dann einen stärkeren Mann. Or she's gonna look for a stronger, more capable man because women are designed to look for security. Just because they cry once, bro? Es ist doch immer einfacher, komplett abgestumpft zu sein und 50.000 Mauern aufzubauen und es braucht doch viel mehr Mut, verletzlich zu Stoic. Sein. Ich glaube, die meisten Mädels würden mir hier zustimmen, aber ich glaube, ihr seht hier ganz gut, wie die Meinung einfach als Falschaussage deklariert wird, damit er wieder seinen Ego-Kampf gewinnen kann. Oder die Frauen sind dann einfach zu jung, um eine Meinung zu haben. What do they need to bring to the table if you are going to take a man seriously in a relationship and respect. Possibly marry him? Literally, he needs to bring respect. Like, I can handle up on my own. I can, if I want something, I can go and get it. I can go work and get whatever I want. I don't have to depend on somebody to okay, do it. Okay, does he have to earn at least much money if no. you, as you, if no, not more? No, he doesn't. How old are you? Me, I'm 20. Okay, yeah, she's no life experience. Okay. Warum lädt man dann eine 21-Jährige zu seinem eigenen Podcast ein, wenn sie dann eh zu jung für eine richtige Meinung ist? Das Ding ist, er hat halt teilweise recht, wenn er sagt, dass Frauen eine Sache sagen, aber dann anders handeln. So. Weil ich hab, wie gesagt, ich hab schon echt mich mit sehr vielen Frauen unterhalten und ich hab auch eine gute Beziehung mit Frauen. Ich bin nicht toxisch, Digga. Ich bin zwar ein Alpha, aber ich bin nicht toxisch so. Ich bin respektvoll mit jedem Menschen, weil ich Menschen immer auf einer, weißt du, menschlich gesehen sind wir alle gleich, meiner Meinung nach so. Aber ich habe mich mit so vielen verschiedenen Frauen unterhalten so und ich habe nicht eine Frau gefunden, die zu mir gesagt hat, dass sie einen Mann haben will, der schwächer ist als sie und der sie nicht auf eine Art und Weise beschützen oder leiten kann so. Jede Frau, egal wie viel, wie maskulin die sind oder nicht sind, so, jede Frau will einen Mann haben, der noch stärker ist, der noch maskuliner ist, der einfach größer ist so. Ich kenne keine Frau, die sagt, ich will einen Mann, der kleiner ist als ich so. Weißt du? Alleine das zeigt schon, eine Frau möchte jemanden haben, der größer ist, der sie beschützen kann, der sie in den Arm nehmen kann und sie hat, wie viele Frauen kenne ich, die mir sagen, wenn ich die umarme, dass sie sich dann, das, alleine das fühlt, dann fühlt die sich schon hingezogen zu einem Mann, wenn der größer ist und stark ist und die einfach umarmt so, dann fühlt die sich beschützt, Mann. Das ist einfach in der Biologie verankert mäßig. Weißt du, wie ich meine? Richtig, man lädt sie ein, damit man sie mit seinen dämlichen Argumenten unterbuttern kann. Wenn aber dann eine Frau mit Statistiken und Studien ankommt... Wir müssen Desi redpillen. Dann natürlich, Leute, dann stimmt... Das ist Quatsch. Das ist einfach nicht. Maniac sagt, Frauen stehen auf Männer, die kleiner sind. Digga, Frauen schreiben heutzutage sogar in ihre Instagram-Bio oder Tinder-Bio rein, dass der Mann so und so groß sein muss. Manshaming nenne ich das. Dings-Shaming. Height-Shaming. So 99% of traders are male. And That's false. No, look it up. Look it up. Was? Traders. 99% der Sexualstraftäter sind männlich. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube aber auch, wenn Männer vergewaltigt werden von Frauen, dann werden die das also in wenigen Fällen überhaupt melden. Vielleicht finden die das sogar manchmal gut. Weißt du, das ist einfach ein Unterschied. That's false. No, look it up. Look it up right now. I can tell. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auf jeden Fall, dass sie da recht hat. It is 99% of male. You can look that up right now. That's false. Not true. Einfach end of story. Not true. Er hat sich auch einfach geweigert, eine einzige Google-Suche zu tätigen, obwohl er einen Laptop vor sich liegen hat. It is true. On its face, it's not true. Oh my true. God, you have to it look it true. Up. How can you say that's not true? What's your background? 12% der Männer sitzen zu Unrecht im Knast wegen solchen Vorwürfen. Okay, krass. 12% sagst du? Where are your statistics coming from? Naja, ich hab's für euch gegoogelt, hat wirklich eine Google-Suche gedauert und was soll ich sagen, sie hat recht. Aber sag einfach, dass es nicht wahr ist, um schon wieder den Fight zu gewinnen. Denn hier sieht man spätestens ganz gut, es geht ihnen null darum, einen offenen Diskurs zu führen, sondern es geht ihnen hauptsächlich darum, die andere Person und in dem Fall Frauen zu zerstören. Und genau dieses aggressive und feindselige Verhalten gegenüber Frauen ist, was ihren Einfluss so gefährlich macht. Leute wie Andrew Tate oder diese Alpha-Podcasts beeinflussen und formen, wie heranwachsende Jungs Frauen wahrnehmen. Denn das Publikum ist ausgerechnet die Altersgruppe, die noch sehr beeinflussbar ist. Und genau diese Formbarkeit der jungen, wahrscheinlich noch unerfahrenen Jungs werden von diesen Alpha-Männern ausgenutzt, um sie für die Welt der bösen Frauen stark zu machen. Ja, Digga.
Dass die keine Sims sind und sich verarschen lassen. Ist doch gut, Mann. Ist wichtig. Ich glaube, deren Rolle ist extrem wichtig. Vielleicht übertreiben die hier und da. Habe ich ja jetzt schon 2-3 Mal gesagt. Ich würde es teilweise anders angehen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Jungs extrem wichtig sind. Was diesen Content so tückelt. Wie viele Männer werden verarscht von Frauen, weißt du, wie ich meine? So. Einfach, weil die alles dafür tun, um irgendwie eine Frau zu haben und irgendwie Sex zu haben mal. Oder mal Brüste anfassen zu dürfen, so. Ich schwör's dir, Digga. Viele Männer geben alles dafür. Und das wird oft ausgenutzt. Und dafür muss man sich halt wappnen, Alter. Ich finde es wichtig, dass man diese Dynamik versucht zu verstehen. Ich habe selber gemerkt, wie in meiner Vergangenheit ohne Verständnis für diese Dynamik zwischen Mann und Frau einfach Beziehungen wirklich kaputt gehen und dadurch toxisch werden, weißt du, wie ich meine? Weil keiner zwingt ja eine Frau in eine Beziehung rein. So, die bringen ja den Männern nur bei, bestimmte Werte zu haben und auf bestimmte Dinge zu achten und seine eigene Moralvorstellung zu haben, und eine Frau, die da gerne rein möchte in deine Welt, dann und mit den Werten und mit diesen ganzen Sachen einhergeht, die ist ja willkommen, weißt du, wie ich meine? Und eine Frau, die da keinen Bock drauf hat, die muss ja nicht, du musst ja nicht mit einem Alpha-Mann zusammen sein, es zwingt dich ja keiner dazu. Weißt du? Macht ist, dass es als eine Art Selbsthilfe für Männer verpackt wird, die mit echten... Wahre Liebe hat keine Maße. Sie entsteht durch andere Dinge statt nur Äußerlichkeiten. Das ist, was sexy ist. Mit jemandem lachen, reden können. Ja, es geht ja nicht nur um Äußerlichkeiten, ne? Ich glaube schon, dass es so ist, dass Äußerlichkeiten auch wichtig sind, gerade was diese erste Anziehung angeht, so. Und das haben wir alle in uns verankert, dass wenn wir jemanden vom anderen Geschlecht sehen, dass wir dann merken, okay, da ist eine Anziehung da oder nicht, bevor man überhaupt mit demjenigen geredet hat oder irgendwie Zeit verbracht hat oder so. Weißt du, was nicht heißt, dass du nicht jemanden überzeugen kannst, auch wenn du diese erste Anziehung mit ihr oder ihm nicht hast, so. Aber grundsätzlich sind wir ja alle vom ersten Eindruck schon beeinflusst, so. Und deswegen ist es ja nicht verkehrt zu sagen, dass man auch optisch was aus sich machen sollte, so. Ich finde, Fitness ist in erster Linie zum Beispiel, das machst du wegen dir, so, damit du mit dir zufrieden bist und dir Disziplin beibringst und diese ganzen Sachen, und die Optik ist ein Nebenprodukt davon, aber na klar kann es dir dann mehr Chancen geben und eine größere Anziehung geben auf das weibliche Geschlecht oder auch andersrum, wenn Frauen Fitness machen und so. Also Optik ist schon auch wichtig, so, aber natürlich zählt dann am Ende des Tages die Menschlichkeit, die Verbindung. Ist man miteinander, fühlt man sich wohl. Aber man kann halt grundsätzlich sagen, dass du an dir, wenn du an dir arbeitest, jetzt kann ich jetzt nur auf den Mann beziehen, wenn du zum Beispiel einfach deinen Traum lebst und einen guten, weiß ich nicht, das machst, was dich erfüllt, damit Geld verdienst, ein bisschen erfolgreich bist, Sport machst, dich sportlich betätigst und so, dich pflegst, dass du gut aussiehst, dass du gute Klamotten anziehst, dies, das, bla bla bla. Das kannst du natürlich alles machen, damit deine Chancen sich steigern, weißt du? Und ich glaube, das hat einen Effekt. So. Oder würdet ihr mir da widersprechen? Das kann dir doch Vorteile geben, oder nicht? Problem zu kämpfen haben und in der Gesellschaft leiden. If you put a woman on a pedestal, guess what happens? She starts to look down on you, and that is a problem. Aber eigentlich geht es hier nicht um die wahre Unterstützung dieser Männer, sondern es geht eher darum, den gemeinsamen Feind der Frauen zu schaffen. Men lead. Nein, Digga, stimmt nicht. Women follow, knock off that pedestal. Man lead, woman follows. Facts. So muss das sein, Digga. So fühlt sich das für beide am besten an. Ihnen wird beigebracht, Frauen und die Gesellschaft für ihr Leiden verantwortlich zu machen. Und gerade in seiner Jugend, wo man vielleicht seinen ersten Hard... Die interpretiert Sachen, die der gar nicht sagt, Alter. ...break erlebt oder zurückgewiesen wird. Und entweder man wächst daran, reflektiert sich vielleicht auch selbst oder merkt sogar, dass die Person final zu einem sowieso nicht gepasst hätte. Oder, und hier kommen die Alpha-Podcasts ins Spiel, man sucht alle Fehler bei Frauen und wird zu einem wütenden Typen, der Frauen jede Schuld zuschiebt. Der Byron, Digga, ist krass. Wisst ihr was? Dieser frauenhassende Typ scheint tatsächlich wie ein ziemlich verletzter Junge zu sein, der sich jetzt rächen möchte. And except you, fuck out of here! Cause when I was 18 years old, playing fucking Halo, figuring out my life, no bitch would have taken me. So now that I'm up, you're down, fuck that shit, I'm gonna exercise the leverage. You wanna be with a guy like me? You need to be at your fucking prime. Ich weiß jetzt nicht, ob ich an dieser Stelle... Der Digga ist einfach durchgedreht, Bruder, ja. Muss, dass auch jedes Mädchen in ihrer Schulzeit bestimmt mal hoffnungslos verliebt war und es noch lange nicht heißt, dass man ein ganzes Geschlecht vor dem Rest der Welt für den Rest seines Lebens schlecht reden muss.
Die Teens, die schon ins Andrew Tate Rabbit Hole gefallen sind, werden ein böses Erwachen eines Tages haben, wenn sie merken, dass nichts von dem Unsinn, der da verbreitet wird, real ist. Put your foot down. If she overtalks you, if she's loud, if she's obnoxious, you need to look her dead in the eye and say, hey, cut that shit. Basically bringen sie einem bei, wie man Frauen erziehen muss, als oh, ich könnte dazu wie so viele Sachen sagen, ne? Ich könnte dir so viele Sachen sagen. Das Hunde. Woman that's compliant can be coached and mentored to become the perfect girlfriend and or accomplice to your empire. Klingt auf jeden Fall nach einer gesunden Beziehung auf Augenhöhe. Zudem sollte in ihren Augen häusliche Gewalt kein Grund für eine Scheidung sein. Das muss man nämlich aushalten. If there's someone that's very, very young and goes into a marriage and has kids when they're like 18, a year into the relationship, it gets really, really abusive. What would you recommend for those people? Would they divorce or do you want them to keep going in the relationship? Keep going. You can't divorce and that's not a real thing. Even though it might be like physically abusive. People nowadays are just... What would you recommend? Okay, endure. Wenn aber die Frau den Mann betrügt, dann sollte man sich sofort scheiden lassen. What about if two people get married, they have a kid, and then the wife starts cheating? Do you think they should divorce? It's not possible, bro. Wenn die Frau cheatet, dann ist es einfach vorbei, die Beziehung. Wenn eine Frau fremd geht, dann liebt sie den Mann nicht mehr. Frauen haben eine viel größere emotionale Connection beim Sex. Eine Frau würde auch nicht einfach irgendeinen Lappen mitnehmen und den einfach bumsen, nur weil die jetzt Bock hat. So, okay, es gibt einige Frauen, die haben sich das antrainiert, so auch so zu acten, aber grundsätzlich, wenn ich Frauen frage, ob die einfach so einen hässlichen Typen mitnehmen würden, mit dem sie überhaupt keine Art von Connection haben, damit die mit dem Sex haben, dann würden die das nicht tun. Männer hingegen sind halt anders unterwegs. Die können ihre Emotionalität auch vom Sex mehr und besser trennen. Nicht komplett, aber mehr und besser. Und haben auch Sex teilweise mit Frauen, die sie nicht mal leiden können. Ohne, dass es irgendeinen Effekt auf die hat, weißt du? Und deswegen ist es ein Riesenunterschied. Ich habe das selber durch. Ich weiß, dass wenn ich zum Beispiel damals sowas mal gemacht habe und ich das auch bereut habe und dann meiner Freundin auch erzählt habe, so dass ich trotzdem nicht aufgehört habe, sie zu lieben. So. Und ich weiß, dass sie niemals fremdgegangen wäre, weil sie weiß ganz genau, dass wenn sie an dem Punkt kommt, wo sie sich vorstellt, mit einem anderen Mann Sex zu haben und so, dann ist irgendwas in der Beziehung nicht richtig. Dann ist irgendwas falsch so. Männer denken gar nicht immer richtig darüber nach. Das kann einfach so passieren, wegen Trieb und diese ganzen Sachen. Wir haben 20 Mal mehr Trieb als Frauen. Das muss man auch ganz klar einfach so mal faktisch sagen. Das ist einfach so. Unser Trieb ist viel, viel größer als von Frauen. So. Und deswegen passieren auch solche Dinge. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ein Mann, keine Ahnung, nach 10 Jahren Ehe oder 10 Jahre Beziehung mal einmal fremdgegangen ist, weil irgendwas passiert ist, was auch immer, besoffen, mit Jungs am Wochenende Urlaub gewesen, bla bla bla, dann tendiere ich dazu zu sagen, dass man gucken sollte, ob die Liebe immer noch da ist so und nicht einfach direkt sich trennen sollte, weil ich glaube, sehr viele Beziehungen scheitern daran heutzutage, nur weil der Mann einmal seinen Schwanz nicht unter Kontrolle hatte so. Er würde trotzdem immer noch für die Frau und für das Kind sterben und alles für die tun und versuchen, das nie wieder zu tun, dann ist es kein Grund, sich scheiden zu lassen, meiner Meinung nach so. Vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, weißt du? Das ist einfach kein Grund. Und das sollte man wieder versuchen zu verstehen. Man darf nicht als Frau nicht aus der Frauenperspektive versuchen zu denken und zu sagen so, ey, wenn ich das machen würde, dann würde ich meinen Mann nicht mehr lieben. Also das heißt, wenn er das macht, dann liebt er mich auch nicht mehr. Es ist eine andere Perspektive so. Und ich finde, man sollte dann versuchen, daran zu arbeiten und irgendwie vielleicht auf jeden Fall darüber zu reden und das irgendwie aus der Welt wieder zu schaffen so. Das ist so, weil ich glaube echt, so alleinerziehende Familien, Kinder wachsen ohne Vater auf, wegen nur einmal fremdgehen. Und das ist nicht richtig, Digga. Ist einfach nicht. Weil viele Männer auch einfach, wie gesagt, einen höheren Trieb haben und das nicht machen, weil sie ihre Familie oder ihre Frau nicht mehr lieben, so. Jesus himself said in cases of adultery, divorce is permissible. Ohne zu zögern, Leute. Aber wirklich erschrecken wird's, wenn man sich die Kommentare unter den Videos anschaut. Denn spätestens da merkt man, wie schlimm es eigentlich ist und dass es sich hier nicht um eine Handvoll Leute handelt, die dieses Mindset haben. Denn die meisten Kommentare unter diesen Videos sind durchgehend positiv und supportive. Und wenn mal ein Mann anderer Meinung ist oder den Podcast sogar verlässt, dann wird er in den Kommentaren sogar als Simp betitelt.
Ich sehe da gar keinen Unterschied. Ja, das ist deine persönliche Meinung so. Das, was ich gesagt habe, ist meine persönliche Meinung. Ich habe auch keine Angst, meine Meinung zu sagen, auch wenn es gegen das aktuelle Narrativ spricht. So. Für mich ist es ein Riesenunterschied, wenn eine Frau fremd geht oder ein Mann fremd geht. Das ist einfach für mich persönlich so. Und das wird auch keiner ändern können, weil ich weiß, dass es so ist für mich. Das ist meine eigene persönliche Wahrheit so. Wobei ich nicht sagen will, dass man fremd gehen sollte. Aber ich weiß, dass es ein Riesenunterschied ist. Ein Simp ist eine abwertende Bezeichnung, meist... Genauso wie es für mich ein Riesenunterschied ist, wenn eine Frau mit 100 Männern geschlafen hat oder ein Mann mit 100 Frauen. Für einen Mann, der einer Frau übermäßiges Mitgefühl und Aufmerksamkeit entgegenbringt oder sich der Frau unterwirft, damit er sie durch seine Ritterlichkeit für sich gewinnen kann. Also in anderen Worten, Leute, wenn ein Mann nett und empathisch gegenüber einer Frau ist, dann ist er ein Simp, dann wird er beleidigt. Der Einfluss ist aber nicht nur in den Kommentarspalten zu finden, sondern auch im echten Leben. Ein Simp ist, der lügt, für damit er Sex bekommt, so, weißt du, wie ich meine? Der einfach die Dinge erzählt, die die Frau gerade hören möchte, damit er gut dasteht und damit er dann irgendwann, damit sie dann die Beine breit macht, damit er dann Sex haben kann und danach ist er ein Arschloch. Wie viele Frauen kennen das? Die Männer hatten, die einfach so getan haben, als ob die so voll die so und so Männer sind und dann haben die den Sex bekommen und danach waren die Pisser. Jede Frau hat es schon erlebt, so, weißt du? Und das ist Simping. Das ist einfach, und das mache ich nicht. Ich stehe zu mir selber, ich stehe zu dem, wer ich bin. Und ich gebe jedem, mit dem ich was habe, vorher auch einen Eindruck von meinem echten Ich. Und nicht, ich spiele nicht eine Rolle, damit ich den Sex bekomme, so, weißt du? Das sollte man nicht tun, weil das am Ende des Tages negative Energie bringt, weil du dann jemanden hintergehst und jemanden verarscht und jemanden Hass auf dich hat und das ist Energie, die auch wieder in dein Leben kommt und du wirst dann eventuell schlechte Dinge erfahren und so. Deswegen hör auf zu lügen, sei einfach so, wie du bist und wenn jemand nicht mit dir sein will, dann ist auch okay. So gibt es sogar Protestmärsche von jungen Männern in Athen für die Freilassung von Andrew Tate, nachdem er wegen sehr heftigen Allegations festgenommen wurde. Ja, und Digga, Alter, willst du dich jetzt hinsetzen und sagen, dass das stimmt, obwohl es nicht vom Gericht bewiesen wurde, dass er überhaupt irgendwas getan hat? Ich glaube übrigens, dass die Alpha-Männer mich wirklich hassen würden, weil ich Instagram habe und gerne... Ich hasse dich nicht. Ich würde gerne mit dir mal privat mich unterhalten. Weißt du mal, so einfach, keine Ahnung. Wer weiß, vielleicht kann ich dich auf eine Art und Weise überzeugen. Ich hasse gar keinen Menschen. Aber du sprichst mich mit dem Video extrem an und ich werde doch emotional. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dich hasse. Ich liebe dich, Daisy, sogar. Ich schwöre, ich liebe jeden Menschen. Reise und Reisen ist auch eine Ultra-Red Flag. Red Flag to look for if a girl travels alone and travels often. Guys. Bei den Alpha-Meer-Podcasts sind es aber auch nicht die langen YouTube-Videos, sondern vielmehr die kurzen, aus dem Zusammenhang gerissenen TikTok und Reels, mit denen sie ihre Reichweite generieren. Und das Lustigste daran ist, dass jeder dieser Podcasts original denselben Badass-Style benutzen, damit... Was du gerade gemacht hast, du hast jetzt die ganzen Clips aus dem Zusammenhang gerissen und nur 3, 4, 5 Sekunden Clips gezeigt von Leuten, die vielleicht einen ganzen Take hatten, der... 5 Minuten, 10 Minuten, die Podcasts gehen 1,5 Stunden so. Du hast alles aus dem Kontext gerissen und das auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert, damit diese Menschen schlecht aussehen so. Das hast du gerade getan. Dem kannst du auch nicht widersprechen. Die Sachen, die sie dort sagen, besonders krass rüberkommen. Und da ist es eigentlich egal, über was man redet. Hast du eine weiße Strähne gekriegt? Die hatte ich schon immer, Tom. Du denkst echt, ich habe das gefärbt? Ja, ja. Tom, das sind echt graue Haare, die ich einfach schon seit langem habe. Ja, ich sehe aus wie ein Stinktier. That's false. It's not true. Das, Leute, war übrigens eine Sequenz aus meinem Podcast. Voll lustig, ja? Ja, Leute, es ist endlich soweit. Es haben mich immer wieder Leute gefragt, ob ich einen Podcast starte. Und ich habe eigentlich so lange auf. Tom hilft mir seit einem Jahr mit der Recherche von diesen Videos. Und wir haben uns was richtig Geiles überlegt. Und zwar tauchen wir jede Woche für euch in die verschiedenen Internet-Bubbles rein. Okay, ich küsse dein Herz. Ich glaube, das war's gewesen hier an der Stelle. Oder? Okay, kommen wir zum Schluss kurz zurück zur anderen Seite des Podcasts. Denn was ist eigentlich das Ziel dieser Alpha-Männer? Möchten sie wirklich eine neue gesellschaftliche Ordnung in ihrem Sinne, wo Frauen unterdrückt werden? Die wollen Männer wieder Eiern geben, weil Männer Eier verloren haben in den letzten Jahren. Und unterwürfig sind? Möchten sie sich an Frauen aus ihrer Vergangenheit rächen? Nein, das hat null irgendwas mit Frauen zu tun. Die machen das für Männer. So, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Es geht darum, dass Männer wieder stärker werden, disziplinierter sind, wieder Eier bekommen, wieder zu sich stehen und das, weil Männlichkeit bekämpft wird mit so Wörtern wie toxisch maskulin und so eine Sachen, weißt du, wie ich meine? Das wird einfach bekämpft. Richtige Männlichkeit wird bekämpft in der heutigen Welt so. Und die versuchen dafür einen Ausgleich zu schaffen.
Das denke ich persönlich, warum die das machen. So, und die machen das teilweise sehr radikal und extrem, so würde ich es nicht machen, aber grundsätzlich weiß ich das zu schätzen so. Da möchten sie so viel Kohle wie möglich mit diesem Content scheffeln. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare und vergesst nicht unseren Podcast Nieren und Bubble Tea ab jetzt jeden Mittwoch. Oh shit, Digga, ey. Oh. Danke auch nochmal an Blinkist für die Unterstützung dieses Videos. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Desi. Wie gesagt, Alter, ich nehme dir das nicht übel. Du hast mich so ein bisschen auf die Palme gebracht an der einen oder anderen Stelle. Ich liebe dich trotzdem. Wenn du Bock hast auf einen Talk mit mir, dann melde dich gerne. YouTube, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Das wird bestimmt wild. Das wird bestimmt wild, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da krasse Diskussionen bei rauskommen werden. Ich bin gespannt. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.